Es ist wieder soweit. 3000 junge Sportler aus ganz Deutschland. 5 Tage in der Hauptstadt. Wir kommen aus Schleswig-Holstein, Meisenheim in Rheinland-Pfalz. Aus Bayern. In Brandenburg. Nordrhein-Westfalen aus Mettingen. Sachsen-Anhalt. Essen und spielen Badminton. Volleyball. Geräteturnen. Zum 45. Mal Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das Frühjahrsfinale. Und alle sind froh, endlich da zu sein. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das ist das Motto für uns und sind froh, in der Hauptstadt zu sein. Ich hoffe, dass es faire Spiele sind, aber vor allen Dingen, dass die Jungs auch Spaß haben. Wir werden auf jeden Fall unter den ersten 3 kommen. Die Landessieger aus allen Bundesländern treffen hier in 8 Disziplinen aufeinander. Die sportlichen Wettkämpfe stehen natürlich im Vordergrund, aber wer in Berlin ist, will auch die Stadt erkunden. Wir wollten noch ins Musical vielleicht gehen, Reichstag, also das Brandenburger Tor, eigentlich alle großen Sehenswürdigkeiten. Ankunft war wie immer am Berliner Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn ist Hauptsponsor, ein sportbegeistertes Unternehmen, das vor dem logistischen Aufwand nicht zurückschreckt. Wir organisieren diesen Transport in Gruppenfahrten, weil wir auch finden, dass auch die Anreise und auch die gemeinsame Abreise zum Gesamterlebnis gehört. Dazu gehört nicht nur der Sport hier in Berlin, sondern auch das Fahren in der Bahn. Unter den 166 Teilnehmern für Jugend trainiert für Paralympics können auch die Rollstuhlfahrer bequem anreisen. Der Hauptbahnhof ist gerüstet und bietet die Kapazitäten. Und es gibt einen Mobilitätsservice, der rund um das Jahr zur Verfügung steht, wo sich mobilitätseingeschränkte Reisende rechtzeitig melden können. Ihnen wird dann an allen Bahnhöfen in Deutschland geholfen. Lena und Lennart spielen Rollstuhlbasketball. Jetzt wird die Zeit aber erstmal für Sightseeing genutzt. Morgen geht's dann los mit den Wettkämpfen. Die Erich-Kästner-Schule aus Hessen ist bereits zum 5. Mal dabei. Das ist halt nochmal eine Herausforderung im Gegensatz zum Hessen-Entscheid. Und es macht uns auch immer sehr viel Spaß. Man weiß halt nicht so richtig, was auf einen zukommt. Für mich bedeutet Rollstuhlbasketball sehr viel, da ich ganz gerne Sport mache und halt auch mit anderen Leuten einfach zusammen bin. Die Stadt ist bereit, die Sportler sind bereit und wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe.